Wir sehen an der Wall Street heute so ein bisschen die Nachwehen der gestrigen Goldilocks-Party, also der Vorstellung, wow, die Inflation, die steigt doch nicht mehr und gleichzeitig bleibt die Wirtschaft robust, beste aller Welten. Fed wird dann irgendwann die Zinsen senken, Wirtschaft bleibt dennoch robust, also lass uns Aktien kaufen. Alles schön und gut, nur die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, ist relativ gering, wenn man in die Finanzgeschichte guckt. Erstens und zweitens im kurzen Zeitfenster dürften wir jetzt vor Rücksetzern stehen wegen des Verfalls von Optionen am Freitag in den USA. Warum das so ist, will ich gleich zeigen. Aber schauen wir uns die Dinge erstmal an. Hier beschreibt es Lisa Abramovic respektive einen Bloomberg-Artikel. Enjoy the balls of market momentum. Der neue Konsens, Goldilocks, cooling inflation, strong economy und so weiter und so fort. Hier sehen wir unten den Jerome Powell als Captain, prepare for a soft landing. Ja, das ist sozusagen das, was man jetzt spielt. Aber blicken wir eben mal in die Finanzgeschichte. Wir hatten 14 Zinsanhebungszyklen, nach deren Ende es 11-mal zu einer Rezession gekommen ist. Also wir haben, wenn man so will, eine um und bei 27-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu einer Rezession kommt. Und aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit diesmal besonders hoch sogar, weil wir ja so lange eine Nullzinsphase hatten. In solchen Nullzinsphasen wird Kapital fehlallokiert, weil es ja praktisch kein Risikobarometer mehr gibt, weil nichts mehr beurteilbar ist, wenn es keinen Zins gibt. Also kaufst du jeden Dreck, so wie eben Aktien wie GameStop und wie sie alle heißen, von denen uns dann viele Leute in den Kommentaren hier erzählt haben, dass das doch die Zukunft schlechthin ist und diese Aktien in den Himmel steigen werden. Das nur als Beispiel, das gilt für so viele andere Bereiche auch, deswegen halte ich es für diesmal sogar deutlich wahrscheinlicher noch, dass wir in eine Rezession gehen werden und der Mechanismus, den werde ich auch gleich zeigen, der dazu führen wird. Aber kommen wir zunächst nochmal zu den Inflationsdaten gestern, das war jetzt nicht gerade eine riesige Verfehlung der Zahl mit oder was hier sozusagen den Ausschlag gegeben hat, jeweils 0,1% unter den Erwartungen und das in allen vier Kategorien, also Headline, Vormonat, Vorjahresmonat und Kernrate. Und die Ursache war dafür, dass man die Krankenversicherungskosten seitens des Bureau of Labor Statistics so gerechnet hat, dass man nicht faktisch eben das berechnet, was die Leute an höheren Krankenversicherungskosten haben, also die Verbraucher in ihren Verbraucherpreisen, sondern man hat es gemessen, wie ich heute Morgen im Video schon gesagt hatte, an den sinkenden Profiten der Krankenversicherungsbranche, was natürlich Sinn macht, gell? Wenn ich die Inflation als Verbraucherpreise berechne, dann sollte ich schon eben die Preise für die Verbraucher berechnen und nicht irgendwelche Anbieter von Produkten, deren Profite mir anschauen. Also das nur nebenbei, das Ganze hätte 0,18% obendrauf gegeben. Damit wären wir in jeder dieser vier Kategorien, die ich angesprochen habe, über der Erwartung gewesen, aber schwamm drüber. Das wirft einmal ein Schlaglicht auf die Wunder der Statistik. Aber auf jeden Fall eins ist klar, wie der Lance Roberts hier thematisiert, wir sind natürlich jetzt, oder die Märkte sind überzeugt, dass die Fed mit der Anhebung der Zinsen fertig ist. Wie wird Paul und Konsorten, wie werden sie das Kunststück vollbringen im Dezember bei der Sitzung, dann ein paar Tage vor Weihnachten, irgendwie nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie wirklich fertig sind mit eben den Zinsanhebungen, denn sonst passiert das, was eigentlich die Fed vermeiden will, oder das ist ja schon passiert, die Financial Conditions weichen sich aus, dadurch boostet sich das Consumer Confidence, also die Leute werden wieder aktiver, die Nachfrage steigt, Kredite werden günstiger, also kaufe ich mir was, also kaufe ich vielleicht doch ein Haus und so weiter und so fort. Jamie Dimon hat gestern gesagt in Reaktion, naja, er hält das für übertrieben und das sagt auch ein anderer Kommentator, denn was faktisch sich ja nicht geändert hat, dass die Fed weder die Zinsen anheben wird, noch wird sie senken, zumindest in den nächsten, sagen wir mal, 2, 3, 4 Monaten nicht. Daran hat ja die gestrige Zahl ohnehin nichts geändert, aber wir sehen hier, diese Financial Conditions haben sich gestern, was die 10-jährige Anleiherendite betrifft, extrem stark aufgelockert, der 30. stärkste Auflockerungstag seit dem Jahr 1990 und das ist ja auch schon ein paar Tage her. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir heute wieder eine Erholung der Renditen haben, also die Renditen gehen wieder ein bisschen
bisschen nach oben und das zu einem Zeitpunkt, wo jetzt die Großinvestoren alle in Bonds gehen. Wir haben jetzt die größte Übergewichtung von Bonds seit der Finanzkrise, erstaunlicherweise. Und ja, es kann natürlich sein, dass wir jetzt dieses Fenster oder die Aktienmärkte dieses Fenster nutzen wollen, übergeordnet, um weiter nach oben zu gehen. Ebenso lange dieses Goldilocks-Motiv, Inflation geht runter, aber Wirtschaft bleibt wundersam stark, irgendwie aufrecht zu erhalten ist. Das haben wir 2006 schon gesehen. Und da läuft alles auf eine Rezession zu, aber vorher erreichen die Aktienmärkte nochmal neue Hochs, bevor sie dann deutlich einbrechen, weil die Rezession kommt und weil die Fed die Zinsen senkt. Hier nochmal, oder heute gab es so ein bisschen Auftrieb für diese Goldilocks-These, weil die Einzelhandelsumsätze weniger schlecht waren, sagen wir mal, als erwartet. Nur minus 0,1% statt minus 0,3% und vor allem, weil die Erzeugerpreise aus dem Oktober 0,5% gefallen sind, überraschenderweise. Eigentlich war ein minimaler Anstieg von 0,1% erwartet. Diese Erzeugerpreise sind deswegen gefallen, zu weit über 80% war das der Auslöser, weil eben die Gasoline Prices gefallen sind, also die Benzinpreise 15,3% gefallen sind und Firmen haben ja oder sind ja wesentlich stärker als Privatpersonen normalerweise von Benzinkosten abhängig, weil sie eben ihre Produkte irgendwie ja auch transportieren müssen. Also wir haben hier den Rückgang des Benzinpreises, der sozusagen dann die Preise ab Fabrik, das sind hier die Erzeugerpreise, unter Druck gebracht hat, damit auch allerdings die Margen unter Druck bringt. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir ja gesehen haben, jetzt nicht zuletzt in den Inflationsdaten gestern, dass die Löhne deutlich schneller steigen oder schneller gestiegen sind jetzt als die Inflation. Das bedeutet, wenn wir gleichzeitig noch mit sehen, dass die Erzeugerpreise fallen, also die Margen geringer werden, dass der Anreiz für Firmen, Arbeitskräfte zu suchen, einzustellen, abnimmt, viel mehr Arbeit eben teurer wird. Dadurch, wenn gleichzeitig die Margen schlechter werden, eine Tendenz bestehen wird, Arbeitsplätze abzubauen, zu reduzieren, denn Arbeitnehmer sind mit das Teuerste, was du als Unternehmen dir leisten kannst. Und deswegen dürfte eben der Arbeitsmarkt mehr und mehr jetzt in den Fokus kommen und schwächer werden. Wenn der Arbeitsmarkt schwächer wird, werden sich die Leute weniger leisten können. Dadurch sinkt die Nachfrage nach Produkten, dadurch kommt es zu einer Rezession. Und all das ist eine Folge der Geldpolitik, der Nullzinsen einerseits, der massiven Liquidität, die die Notenbanken ins System geschüttet haben. Andererseits, Inflation ist immer ein monetäres Phänomen, wie Milton Friedman richtigerweise gesagt hat. Und wenn dann die Zinsen gesenkt werden. Hier mal durchschnittlich dauert es 195 Tage von der ersten Zinssenkung der Fed, bis wir dann den Boden an den Aktienmärkten gefunden haben mit einem durchschnittlichen Kursverlust von 23,5%. Interessanterweise, was nehmen die Märkte an? Die sagen ja, also am Mai dürfte die erste, 1. Mai dürfte die erste Zinssenkung dann kommen durch die Fed und dann wird es noch weitere Zinssenkungen bis auf 3,80% geben bis November 2025, also ein langsamer Abbau der Zinsen, könnte man sagen. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, dann sehen wir, der Nasdaq 100 zum Beispiel, der hat das Hoch, das er Ende Juli erreicht hatte, jetzt heute nach den Zahlen Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreise kurz überboten, dann aber wieder zurückgegangen. Das nennt man ein False Breakout, also ein falsches Breakout. Hier, wie Sven Hendrik zeigt, haben wir jetzt die ganze Korrektur, die 3 Monate gedauert hat, in nur 14 Handelstagen sozusagen wieder egalisiert. Jetzt sind wir so hoffnungslos überkauft und es sind einzelne große Tech-Aktien vor allem, wie Nvidia, auch Apple, die sehen müde aus. Wir haben Dojis, wir haben Umkehrsignale, die dann eben durch den Verfall noch beschleunigt werden dürften. Warum ist das so? Die Market Maker waren nicht zuletzt gestern gezwungen, Long-Positionen einzugehen, also diejenigen, die Optionen an das Publikum verkaufen, und es sind massiv Calls gekauft worden. So hatten wir mit Abstand einen Allzeitrekord etwa bei Calls auf den Russell 2000, weil die Leute sich sagen, naja, Tech ist gut gelaufen, lass uns doch mal jetzt die Aktien kaufen, die nicht gut gelaufen sind. Wenn die Zinsen doch jetzt nicht mehr steigen und irgendwann fallen, dann ist das doch gut für diese Unternehmen. Das heißt, wir haben einen massiven Call-Überhang jetzt und die Market Maker, wenn jemand einen Call kauft, dann muss er sich absichern, um kein
Risiko einzugehen, weil er praktisch gegen den Käufer der jeweiligen Option wettet. Also macht er zum Beispiel einen Hedge, indem er in diesem Fall den Russell Future kauft, um die Überhänge zwischen Calls und Puts abzudecken. Je stärker die Überhänge an Calls, umso mehr muss er sich absichern mit Long-Positionen. Und so haben wir aufgrund dieser minimalen Überraschung bei der Inflation nach unten auch Short-Eindeckungen einerseits gesehen und Mechanik, viel Mechanik durch die Market Maker. Und wir sehen hier links wie Spot Gamma mit die beste Seite für Optionen in den USA, die ja immer wichtiger werden. Mehr als die Hälfte des Handelsvolumens in Aktien passiert durch Optionen. Inzwischen ist also mit Abstand der wichtigste Faktor. Deswegen weise ich darauf hin. Aber jetzt brauchen diese Market Maker dann, wenn diese Optionen verfallen, zum Beispiel am Freitag, brauchen sie diese Absicherung nicht mal, weil die Option ja ausläuft. Also verkaufen sie die Hedge-Position, die Long-Hedge-Position. Damit treten sie als Verkäufer auf, was dann zu Druck, mechanischem Druck auf die Märkte an der Wall Street führen dürfte. Heute ist ja der Xi Jinping bei der Janet Yellen und anderen. Da will man über Fentanyl und andere Schweinereien sprechen. Jetzt versucht die Janet natürlich erst einmal dem Xi zu sagen, also ich gebe dir einen guten Preis, wenn du uns ein paar Staatsanleihen abnimmst. Hier sehen wir rechts mal das, was sonst in San Francisco der Fall ist, wenn man nicht aufräumt, weil der chinesische Führer kommt. Und wenn wir jetzt den Switch nach Europa machen, dann sehen wir, wie schwach die Wirtschaft in Deutschland ist. Und deswegen wundere ich mich über den Euro-Dollar-Anstieg, der gestern, glaube ich, 1,7%. Die EZB wird viel, viel eher als die Fed die Zinsen senken, weil die Wirtschaft viel, viel schwächer ist in der Eurozone als in den USA. Das sehen wir an der Industrieproduktion, minus 6,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Jetzt kommt dazu, wenn also die Wirtschaft sich weiter abschwächt, jetzt müssen viele Unternehmen aber ihre Schulden refinanzieren, Anleihen refinanzieren, die sie in der Nullzinsphase praktisch emittiert hatten. Das gilt auch für die USA, aber eben auch beim DAX. Und dann muss man mit deutlich höheren Zinsen eben neu finanzieren, was die Kosten wiederum deutlich nach oben bringt, was dann wiederum die Margen senkt, wenn gleichzeitig die Löhne auch steigen, weswegen man dann tendenziell versucht, Kosten zu reduzieren, Arbeitnehmer zu entlassen. Und so ist es kein Zufall, dass jetzt die EU das zweite Mal in relativ kurzer Zeit ihre Prognose für die Wirtschaft der Eurozone gesenkt hat. Und ein zentraler Faktor dafür ist in Deutschland, dass das Wachstum der Eurozone nach unten zieht, auch eine Folge der Politik unserer, naja, doch immer stärker angeschlagenen Bundesregierung. Verfassungsgericht hat jetzt heute geurteilt, dass die Haushaltsmittel, die eigentlich für den Kampf gegen Corona bestimmt waren, nicht für den Klimaschutz verwendet werden dürfen. Das ist für Roberto Habeckino ein ganz, ganz herber Rückschlag, weil dann bestimmte Projekte nicht mehr finanzierbar sind, außer man muss woanders sparen, dann geht das Hauen und Stechen wieder los. Also nach dem Heizungsgesetz jetzt das zweite Mal in relativ kurzer Zeit, dass das Verfassungsgericht hier ein Gesetz kippt oder Vorhaben der Regierung kippt. Die Koalition ist blamiert, wie die Wirtschaftswoche schreibt. Was für ein Desaster. Ja, das kommt dazu. Und hier nochmal der deutsche Sonderweg. Ob wir es gut finden oder nicht, fossile Konzerne investieren hunderte von Milliarden Dollar in neue Öl- und Gasfelder. Warum? Weil die wissen, dass wir mit Erneuerbaren alleine nicht hinkommen werden. Die sind entweder zu viel oder zu wenig, das ist das Grundproblem, also brauchst du eine Parallelstruktur, das ist bei uns das extrem schmutzige Gas, LNG-Gas, das noch schmutziger ist als Kohle, aus der Kohle wollen wir 2030 raus. Und so wird es eben sein, dass Deutschland diesen Sonderweg ganz, ganz alleine geht. Am deutschen Klimawesen wird auch diesmal natürlich die Welt genesen und solche Personen wie Marcello Fraccherino, der ein Apologet einer solchen Politik ist, der sagt, oh, das ist die fehlende soziale Akzeptanz für Veränderungen bei Klimaschutz, Digitalisierung und der Arbeit. Also mit anderen Worten, die Konjunktur knickt ein, weil Deutsche zu wenig Veränderungen beim Klimaschutz bereit sind. Ich denke, dass wir wegen des Klimaschutzes eben einbrechen vorwiegend, weil eben viel Produktion hier nicht mehr leistbar ist aufgrund der hohen Kosten, Energiekosten etc. Und das liegt nicht nur daran, dass wir eben kein Pipeline-Gas aus Russland mehr bekommen. Dafür kaufen wir ja jede Menge LNG-Gas aus Russland und vor allem aus den USA. Also
Tipp, geben Sie alles Ersparte auf, kaufen Sie Wärmepumpen und Isomaterial, dann wird alles gut, gar keine Frage. Und das empfiehlt Ihnen auch die wunderbare EZB, die heute sehr explizit den Banken gedroht hat, wenn ihr Kredite an fossile Energieträger vergebt, dann gibt es Haue, dann müsst ihr Strafzinsen zahlen, was da dann die Folge sein wird, wenn eben die europäischen Banken diese Kredite nicht mehr vergeben, dann werden europäische Konzerne entweder zu US-Banken gehen oder es wird eben so sein, dass zu wenig Geld dann eben für fossile Energieträger Exploration zur Verfügung steht, was dann wiederum dazu führen wird, dass die Energiepreise noch weiter steigen. Das ist der Teufelskreis, aus dem man da nicht rauskommt. Erste und einzige Artikelempfehlung heute, also die EZB droht Banken. Was da wirklich gesagt wurde, das grenzt schon an Beleidigung seitens der EZB. Das hat mich großartig amüsiert, muss ich sagen. Und die zweite und letzte Empfehlung ist das, was ich mit André Stagge und Jens Czernowski morgen besprechen werde, 19 Uhr. Anstelle des Markeflüsters, also werden wir über einige Dinge diskutieren und vor allem der André Stagge, der hat super coole Grafiken mitgebracht, die so vieles zeigen. Ich habe schon einen Einblick haben dürfen, also morgen 19 Uhr. Wer aus masochistischen Gründen morgen meine Visage abends sehen will, muss sich also registrieren für dieses Webinar und jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.